Also mein größter persönlicher politischer Moment in der letzten Ratsperiode kann ich gar nicht so benennen. Das waren eigentlich relativ viele, weil ich Vorsitzende des Musikbeirats geworden bin. Und insofern sind ganz viele Sachen im Musikbereich passiert. Und ich glaube, da sind wir echt jetzt deutlich besser aufgestellt, als das vorher der Fall war. Wir haben einen Ansprechpartner bei der Verwaltung für Musik. Es gab eine große Demonstration von Musikern, die viele Sachen gefordert haben, die teilweise umgesetzt worden sind. Es gibt mehr Proberäume in Düsseldorf. Das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache für mich gewesen letztes Mal. Größte Enttäuschung, die ich erlebt habe, kann ich eigentlich auch nicht so direkt sagen. Es gibt eigentlich immer wieder sehr viele Enttäuschungen und ich glaube, dass ich möchte eigentlich ungern nochmal in der Opposition Politik machen, weil manche Sachen, für die man kämpft, wie zum Beispiel, dass das Zack mehr Geld bekommt, um noch mehr kulturelle Arbeit leisten zu können, die werden einfach nicht umsetzbar sein, wenn wir nicht mehr Einfluss haben. Genau, und da bin ich auch direkt dabei, was ich mir für die nächste Wahlperiode wünsche. Ich möchte gerne gestalten in der nächsten Wahlperiode. Das kann man auch in der Opposition, aber viel besser kann man das, wenn man nicht mehr in der Opposition ist. Ich möchte zum Beispiel einen Kulturentwicklungsplan hier in Düsseldorf anstoßen. Ich möchte über Kultur diskutieren. Ich möchte gerne ganz viele neue innovative Projekte umsetzen. Ich möchte, dass die Schulen endlich ordentlich saniert werden. Da gibt es nämlich schon seit ganz vielen Jahren einen Sanierungsstau. Und das sind so einige Projekte. Da gibt es noch viel mehr, die ich gerne umsetzen wollen würde in der nächsten Ratsperiode.